Wir stehen hier mit Florian und Simon, den Veranstaltern der Messe eingeschenkt. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo. Hallo. So, was war eure Idee? Warum veranstaltet ihr diese Messe hier? Ja, die Idee ist dadurch gekommen, dass wir den Paul Kestermann, den Initiator der Messe, kennengelernt haben, der auf uns zukam und nach einer Agentur gesucht hat, die so eine Veranstaltung umsetzen kann, die die Fähigkeiten und die Skills dazu hat. Und da haben wir uns kurz entschlossen und haben zugesagt, weil wir es auch ein sehr spannendes Thema fanden. Was für eine Agentur habt ihr? Wir haben eine Eventagentur, eine Full-Service-Eventagentur in München. Seid ihr zufrieden hier mit der Messe? Ja, wir sind bis jetzt sehr zufrieden, ja. Wir hatten eine wunderbare Auftaktveranstaltung gestern mit dem Namen Ausgeschenkt, wo wir schon wunderbare Sponsoren hatten, wo wir eine tolle Stimmung hatten, wo die Hütte wirklich voll war, wo es eine richtig coole Party auch noch geworden ist gegen Ende. Aber auch ein wunderbarer Netzwerkabend am Anfang mit Live-Musik und einem sehr guten DJ. Also bis jetzt sind wir sehr zufrieden, auch was den Besuch der Messe bis jetzt angeht. Und wir haben auch jetzt schon, Stand jetzt, schon sehr gutes Feedback von unseren Ausstellern. Super. Was erwartet ihr noch von der Messe? Also wie der Name schon sagt, eingeschenkt, soll natürlich hier in erster Linie die Messe den ideenreichen und jungen Produzenten eine Plattform bieten, hier ihr Produkt an den Mann zu bringen und vor allen Dingen das erste Mal Fuß zu fassen, auch in Gastronomie und Hotellerie. Ich glaube, da sind wir gerade auch auf einem guten Weg und durch diese vielfache Vergrößerung jetzt auch zu dieser vierten Auflage gibt es natürlich hier neue, ganz interessante Produkte, die sicherlich für die Gastronomie auch spannend sind und im Umkehrschluss natürlich für die ganzen Produzenten auch die geeignete Plattform ist und hier sicherlich noch die einigen Synergien entstehen werden. Gibt es seit 2008, glaube ich, diese Messe, oder? Das ist richtig, seit 2008. Und wir machen sie jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal. Ah, alles klar, gut. Gibt es schon irgendwelche Tendenzen zum Innengetränk irgendwie dieses Jahr? Also ich kann vielleicht ganz kurz sagen, ganz interessant ist Proviant, ist eine Berliner Smoothie-Manufaktur, ganz spannende Produkte. Aber antialkoholisch, oder? Antialkoholisch, aber alles ein bisschen auch auf Oldschool gemacht, also das finde ich persönlich ganz spannende Geschichte. Ja, Florian hat dann noch seine eigenen Favoriten sicherlich hier im Kreis. Und, Was wären dann deine? Ja, mein absoluter Favorit ist die Crystal Coke, diese durchsichtige Cola. Von der Firma Eisbach, ja. Ganz kleiner Betrieb, haben auch jetzt erst im Dezember angefangen abzufüllen. Ist fürchterlich spannend, auch gerade wenn man das mit einem Rum mischt. Ist mein absoluter Favorite. Schmeckt gut, habe ich auch schon probiert. Und jetzt so die alkoholischen Drinks, was wäre da euer Favorite? Ja, mein Favorite bei den alkoholischen Drinks ist der Bavarian Spirit, Wodka. Ich bin großer Wodka-Fan. Und der schmeckt mir einfach am besten. Die Männer allgemein, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, das ist auch das Spannende. Hier ist einfach für jeden Geschmack was dabei. Und dieses Jahr das erste Mal mit der Craft Beer Area decken wir auch ein ganz interessantes eine neue Produktpalette ab, die sicherlich interessant ist von ganz jungen Produzenten, die sich Gedanken gemacht haben, ihr eigenes Bier zu brauen. Und da sind wirklich tolle Sachen auch dabei. Eher mein Geschmack dann. Bisschen gemütlicher alles und nicht die volle Dosis dann. Ja. Toll, das klingt sehr gut. Dürfen wir uns nächstes Jahr oder die Gastronomen auch wieder auf diese Messe freuen? Ja, mit Sicherheit. Wir haben vor, die auf jeden Fall einmal pro Jahr hier in München zu veranstalten und wir werden sicherlich auch das Konzept noch weiterentwickeln und schauen mal, wie und wo wir es nächstes Jahr dann stattfinden lassen. Dann sage ich euch vielen, vielen Dank für das Interview und ich wünsche euch weiterhin auch viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank, danke schön.